So, wir bleiben mal kurz hier eigentlich. Ja, schon. Aber wir müssen immer bereit sein. Direkt zum Auto zu laufen und so. Oi, was geht ab, Leute? Hunger. Wir sind im Einkaufszentrum angekommen. Zentrum Sony Mouse. Falls ich das überhaupt richtig ausspreche. Weil das C hat dieses eine da drüber. So. Aber hier geht's, glaube ich, noch nicht rein. Oh! Oder doch? Auf geht's, Leute. Ich klickere bereits die ganze Zeit wie wild. Also nicht wie wild, also aber Oberhausen war besser. Spawnraten sieht man schon. Ein bisschen höher hier. Jetzt nicht, ich habe vorhin. Also nee, die siehst du eigentlich gar nicht. Das hat noch nicht angefangen. Also in Oberhausen konnte man jetzt schon Ding. Die ganzen Sachen klickern, die gab es jetzt schon. Phone-Anmeldung, ja. Ja, das habt ihr ein Ding gemacht, ein Screenshot. Schau mal. Oh, hier riecht's gut. Direkte Konfrontation, mal nichts mehr mit Scheiben. Oh, ja, hast du gesehen? Ja, ja. Ah, ja, ja. Ein paar Fotos und so müssen wir schon hier machen. Ja, in der roten. Erstmal als Allianz, Mann. Ja, nicht in der blauen, in der roten. Was ist denn da los? Hier roten, beim Pokestop, ja, Mann. Der größte Teil ist rot. Beim Pokestop. Beim Pokestop. Das ist doch nicht Team Rot Lounge, Mann. Was ist das, Mann? Das ist nicht rot. Allgemeine Lounge. Das kann nicht rot sein, Mann. Das kann nicht rot sein. Wo ist unser Leader, Alter? Team Harmony. Als Wollmann. Team Harmony, bestes Team. Mein Gott. Es wird abgebrochen. 100% Mülltank. 36 Minuten. Wir brauchen 25 hin. Es ist ein bisschen im Dschungel, aber schauen wir mal. Auto direkt hier, perfekt geparkt. Du guckst, Alter, 40 Sekunden. Auf geht's. Auf geht's. 100% Mülltank. Was kann ich machen? 100er kann ich machen, oder was? Das kann ich machen, ist okay. Ja, war das 100er. Ja, wir sind ja auch noch. Du bist ein Stück weg, Mann. Ich will das aber gar nicht haben. So, anscheinend existiert das Mülltank nicht. Viele Leute hier. Aber gleich daneben soll. Aber gleich daneben anscheinend 100% Kanimani. Wie lange haben wir noch Zeit? 11 Minuten. Mein Gott. Also hier ist ein Kanimani erstmal. 100. Anscheinend, meinten die Leute. Der Baum sticht mir gerade ins Bein. Ja, gut, dass wir wieder hochgehen können. Was für ein Scheiß. Nicht da. Nicht immer. Nein, wir waren überall. Ich spiele Attack Defense. Ja, holt euch wenigstens das Kanimani, Jungs. 100. Wo ist das Kanimani? Da rechts neben uns war das. Oben an der Straße wieder. Es sei denn, das ist das Mülltank. Kam der im Topspawn, dieses Kanimani? Kanimani ist beides angezeigt auf der Map. Achso, ja, dann vergisst meine Theorie. Ja, schauen wir mal. Bis auf Tati warten. Stimmt, wir müssen ihn hochziehen. Schaut, wo wir sind. Für ein Mülltank, das möglicherweise gar nicht mal existiert. Es gibt sogar Verletzte. Mein Gott. Tati, der Einzige, der runtergelaufen ist? Ein richtig mutiger Mann. Wir werden ihn echt vermissen, Mann. Wir werden ihn echt vermissen. Was in Prag passiert, bleibt doch in Prag. Zu close, Mann, zu close. Schau mich mal echt an. Schade. Wir dachten, alles läuft reibungslos. Sagen, gestern kannst du Spawns abgegast. Heute Pass Morgen. Taschentuch. Und jetzt dann sowas. So ein Ding hat mich die erste schaden. Niederlage. Ast, Alter, wo ich leidend. Ich bin gegen den Wong richtig drauf. Leidend. Oh mein Gott, schau mal. Alter, was geht ab? Ja, Alter, ihr wolltet doch, Mann. So, Anmeldung für die Jungs. Ich krieg ein bisschen. Ein paar Zuschauer getroffen. Spieler sind auch am Start. Auch Pokerz gesehen. Mit dem Handy, Mann. Das hat von 80% auf einmal 12. Alex hat ein paar Tüten frei rumlaufen sehen. Schauen wir mal, ob wir da was klären können. Ihr wisst schon. Dann holen wir uns auch eine Medaille. Aber. Er sagt so. So. Schon gut.
kleine Stärkung, bevor es losgeht. Es war echt ein Abenteuer, bis wir uns entscheiden konnten. Wir haben mehrere Runden gedreht. Aber jetzt mussten wir uns entscheiden. Wir haben Hotdog genommen, die anderen Jungs McDonalds Frühstück. Okay, los geht's. Jungs, Jungs, das Video, passt auf. So, weiter geht's mit der Reise, mit der Jagd. Ein paar Sachen nicht erwischt jetzt gerade, die Bots waren nicht so stabil, aber jetzt geht's wieder ab. Was haben wir gerade geholt? 100% Endivir. Jetzt holen wir noch einen 100% Shigi für Kogai. Der hat's noch nicht, der war beim Startevent, hat der Winterschlaf gemacht. Und danach gibt's einen 100% Chanera, das ist auch nicht schlecht. Und 100er Macholle, jetzt geht's wieder ab. Okay, Leute, wer hat Geld? Also ich sage, dass Zorro nach dem Timeskip von 2 Jahren als erstes die Sunny erreicht hat. Als Kuma sozusagen aufgestanden hat, hat seine Mission erfüllt. Also als Zorro gekommen ist, ist Kuma aufgestanden, meinst du? Genau. Nein, das war bei Frankie. Okay, wette jetzt, Leute, um was geht's? 50 Euro. 50 Euro. Ja, ich halte meine Hand. Ich gebe für dich. Okay, okay. Nein, er hat schon recht, Mann. Das ist 60. Okay, 10. Freundschaft. 50 tut weh, Mann. 50 tut weh, mach 50. Wir wetten 10. 10. 10 Euro. Okay, 10. Glaub mir, wenn Alex verliert, ich sag, tut's auch so, wie bei sag Zorro, er sagt Frankie. Okay, wette gilt. Nice, Mann! Mein Gott. Mein Gott. Alex, verrückte Fans. Habt ihr jetzt keinen Gamma gekriegt? Das 100er? Oh. Später? Okay. Die Jungs schon, ja. Oh, kannst du mir meine Tasche geben? Wir haben es mit dem Auto nicht geschafft, wir haben dann 98er geholt, das war nicht weit weg. So, 100% Mülltank, Level 30. Wie lange sind das noch da? Ein paar Minuten. 4 Minuten. Ja. 4 Minuten noch. Okay. Hast du schon wieder das Umlaufen an? Nein, aber Johns Handy ist einfach ausgegangen. Also. Hast du dann Zeit für ein Foto mit dem Junior? Nein, aber natürlich. Ja klar, auf jeden Fall. Warum nimmt sich immer die Zeit? Wir waren schon im Video bei dir. Ah ja? In Oberhausen oder wie? Okay, wie ist Mülltank geflüchtet, Mann? Was? Ich werf so. Oh, hab's. Nice. Ich geh schlafen, Alter. Ich war's auch. Sau geil. Tut mir leid, Alex. Ich bin schon mit so. So, Moment. IV-Check hier noch. Lass meine Beine vertreten. Bam. So, das war's. Von Tag 2. Vom Event eigentlich. Highlight an dem Tag: Mülltank 100%. Also eigentlich nicht, weil Kangama 100% 2. Aber Mülltank war auch geil. Hab echt Mülltank gar nicht auf dem Bildschirm gehabt, aber irgendwie war der auch Event-Pokémon und in Oberhausen nicht so. Den gab es auch, aber nicht in der Menge, wie es ihn jetzt in Prag gab. Keine Ahnung, woran das lag, aber 100% bekommen, das freut mich auf jeden Fall. Neuer 100er, der recht selten ist, weil ansonsten hätte ich den wahrscheinlich nur aus dem Ei bekommen hätte können. Das war ein 100er Mülltank wild spawned, die Chance ist so gering. Also das freut mich auf jeden Fall, dass ich so einen seltenen bekommen habe. Viele von euch haben gefragt, was ich sonst noch so habe. Ich soll mal zeigen. Ich habe jetzt nicht alles aufgenommen, weil für mich sind auch so viele Sachen uninteressant. Wir haben natürlich für die Jungs zum Beispiel ein paar von den Startern geholt, aber von denen hatte ich bereits alle. Mein 4. oder 5. 100% Glumanda. Dieser Sam habe ich auch schon 4 gehabt. Okay, Shigi jetzt noch nicht so viele und da ist mir einer geflohen, aber das ist auch egal. Was noch? Vollgegel hatte ich 1, glaube ich. Jetzt habe ich 2. Kanimani habe ich jetzt 3 und so. Also solche Sachen zähle ich eigentlich gar nicht mehr. Was Neues, 100er Nebulak, richtig saftig, das freut mich, den werde ich auch demnächst Max pushen. Ihr wisst, Simsala Solarate, da brauche ich noch gute Nebulaks, fehlen halt nur noch die Candies. Und noch irgendwas, ja, Funpi, den habe ich schon gezeigt. Panzergon, genau, Panzergon auch 100, haben wir so spontan mitgenommen. Ich bin mir nicht sicher, ob er Event-Pokémon war, aber auf jeden Fall. Da zum Beispiel sowas, Porygon, das war mein 3. Porygon 100er. Für die Jungs halt der erste, aber Pantimos auch der 3. Und für die Jungs der erste. Also solche Sachen habe ich gar nicht mitgezählt. Also vielleicht mache ich ein Video noch oder poste was auf Instagram mit den ganzen Pokémon, die ich an dem Tag gefangen habe. Aber wie gesagt, für mich sind da so viele irrelevant gewesen.
Maholo 100 habe ich euch, glaube ich, gezeigt. Incognito noch ein 100er. Das ist jetzt mein dritter. Und der Buchstabe kam sogar zweimal an dem Tag. Also auch da nichts mehr Besonderes. Und was gibt's noch? Noch zweites 100er Voltilam habe ich da auch gefangen. Und noch ein 100er Lavita. Das ist eigentlich ziemlich nice. Das Problem ist halt, der ist halt ziemlich low. Und den ich in Oberhausen gefangen habe, der war schon ziemlich low. Und der ist halt noch niedriger. Also mal schauen, was ich mit dem machen werde. Höchstwahrscheinlich Max pushen, aber das hat noch Zeit. Und vielleicht in Amsterdam, ich fahre ja nach Amsterdam, kriege ich ein besseres, vielleicht ein paar bessere sogar. Ich meine, es muss nicht unbedingt 100 sein, es kann auch 96 sein. Dafür Level 30 oder so, 98 Level 30, das wäre richtig saftig. Aber mal schauen. Das war Tag 2. Miltang, super saftig. Und mal schauen, was in Amsterdam geht. Ich lade später noch ein Video hoch zu Amsterdam extra. Aber das war's. Immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr so in Prag gefangen habt, eure Highlights. Und checkt gerne mein Video ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.